Willkommen beim Gitarre. Mein Name ist Deshard und heute zeige ich dir, wie du schnell und einfach Gitarre lernst. Also schnapp dir deine Axt und lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen hier beim Gitarre. Mein Name ist Deshard und heute zeige ich euch einen ganz, ganz einfachen Weg, wie ihr mit sechs Saiten oder sechs Noten praktisch improvisiert. Ich habe ja immer wieder Anfragen von meinen Schülern, sagen, weißt du was mit denen improvisieren? Das klappt nicht so richtig. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Und irgendwie weiß ich nie, was ich spielen soll. Und da habe ich mich im Internet auf die Suche begeben, was gibt es denn überhaupt für Techniken und wie kann man am einfachsten wirklich solieren lernen? Ich habe euch am Anfang gezeigt, wie man praktisch mit diesen sechs Noten, die ich gleich vorstellen werde und auch das System dahinter, wie man solieren kann und es klingt immer ziemlich cool. Was natürlich ein Solo ausmacht, ist nicht nur die Notenanzahl, sondern auch die Rhythmik, die Melodie, wie man phrasiert und. Aber da braucht ihr euch erstmal überhaupt nicht drum kümmern. Für uns ist erstmal das Wichtigste, was sind die sechs Noten und über welche Akkorde kann ich sie spielen. Die einfachste Art ist, wenn wir offene Akkorde nehmen. Das heißt praktisch die Standard-Lagerfeuer-Akkorde wie das A-Dur, A-Moll, E-Dur, E-Moll, G, D, C haben wir noch, das F vielleicht kann man noch mitnehmen und so weiter und so weiter. Und das Einzige, was wir machen müssen in diesem Fall ist, dass wir uns angucken, was für einen Akkord haben wir. Wir nehmen mal das A-Dur. So, und jetzt suchen wir uns die A-Note auf der sechsten Saite. Das heißt, wir gucken mal, und auf dem fünften Bund der E-Saite finden wir das A. Hier ist nochmal die A-Grundnote. Und hier ist nochmal. Was ihr machen könnt, wenn ihr noch nicht die Noten hier drauf habt, dann ist überhaupt kein Problem, einfach sich ein Blatt zu nehmen. Es gibt ja im Internet eine Million so kleine Sheets, wo man genau sieht, wo welche Note ist. Und wir brauchen ja nur die E-Saite praktisch. Also, wir haben hier das A. Und jetzt nehmen wir uns unter diesem A die sechs Noten, die wir brauchen. Das heißt, wir nehmen auf der A-Seite den fünften Bund, dann den siebten Bund, dann darunter auf der D-Seite den fünften Bund, dann den siebten und nochmal darunter auf der G-Seite auch nochmal dasselbe. Fünfte Bund und siebte Bund. Damit hätten wir schon alle sechs Noten, die wir brauchen. Wer schon länger dabei ist an der Gitarre, der merkt, warte mal, das sieht ja pentatonisch aus. Ja, das stimmt, es ist pentatonisch, aber es ist noch ein bisschen leichter gemacht, damit wir uns nicht diese ganzen Formen merken müssen, sondern erstmal sagen, wir improvisieren ganz locker mal nur über diese Noten. So, und was man jetzt machen kann, man spielt das A. So, und jetzt habe ich nur diese sechs Noten gespielt und es passt. Ich mag ja mal Gegenvergleiche. Das heißt, wenn ich das nicht hier spiele, sondern zum Beispiel einen Halbton tiefer. Ja, man merkt, es passt überhaupt nicht. Also sind diese Noten 5, 7, 5, 7, 5, 7 schon genau die richtigen. So, was man jetzt machen kann, ist, wenn man einen Kumpel zur Seite hat, der auch Gitarre spielt, dann kann der mit dem A einfach ein bisschen... kann einfach ein bisschen A spielen und ihr so und ihr könnt natürlich das A mitspielen. Falls ihr niemanden habt, ich benutze gerne einen Looper. Ich habe hier unten einen Looper, das heißt, ich werde ihn jetzt gleich mal ganz kurz benutzen, um das A zu spielen und euch zeigen, was man damit machen kann. Also. So, und jetzt spiele ich mal die Noten. So, das klingt natürlich jetzt noch nicht so cool, weil wenn man nur auf einem Akkord spielt, klingt es ein bisschen langweilig. Man kann natürlich auch ein bisschen phrasieren. Aber das Wichtigste ist für uns, dass wir jetzt diese sechs Noten haben. So, was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel ein D spiele? Die
Dur in den Lagerfeuerkorn. Es ist genau dasselbe. Ich suche mir hier auf der E-Seite das D raus. Das heißt, das habe ich hier auf dem 10. Bund. Wie gesagt, entweder man kennt die Noten oder man holt sich so ein Sheet, wo man die einfach sieht. Und jetzt spiele ich wieder diese 6 Noten darunter. Also, das ist dann 10a, 12a, dann 10d, dann 12d und 10g und 12g. So, das war's. Probieren wir wieder. Ich spiele das D. Und man merkt, es passt. Ich mache jetzt mal nicht den Gegenvergleich, dass man hört, wie schief es ist, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun. So, was jetzt wichtig ist, ist, dass wir bei diesen 6 Noten immer eine Art, das nennt man Root Note, hat. Das heißt, das ist diese Note, die auch vom Akkord die Bassnote ist. Wir haben sie ja normalerweise hier oben, aber die spielen wir ja nicht. Und die wollen wir auch erstmal nicht spielen. Das heißt, wir gehen wieder zurück zum A. Ich spiele es A-Dur und habe meine 6 Noten. Und von diesen 6 Noten ist immer die vierte. 1, 2, 3, 4. Das ist die Root Note. Und wenn man ein bisschen improvisiert, dann merkt man auch so, ah, okay, das führt dahin, das klingt cool. Also, ich spiele nochmal das A. So, der ist sehr offen. Na, ist auch noch offen. Jetzt gehe ich auf die Root Note. So. Das heißt, es klingt immer ziemlich cool, wenn ich auf diese Root Note gehe. Und beim D ist es genau das gleiche. Ich nehme wieder ab dem 10. Bund 10, 12, 10, 12. Hier haben wir das D. Ja, man hört wieder, wow, das passt einfach. So, jetzt gucken wir uns noch einen letzten Akkord an, das G. Auch wieder hier, wir suchen uns G auf der Bassnote. Das haben wir zufällig hier schon. Und spielen wieder die unteren 6 Saiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 3 auf der A, dann 5. 3 auf der D, 5. 3 auf der G, 5. So, und dann spielen wir das G. Und man hört, es passt wieder. So, was ist aber jetzt, wenn ich viele verschiedene Akkorde habe? Und das wollen wir. Wir wollen ja in der Musik nicht nur einen Akkord haben und mit dem spielen, sondern wir wollen ja verschiedene spielen. Einmal könnte man sagen, dass man praktisch pro Akkord switcht. Ich finde es ein bisschen anstrengend und nervig, aber ich zeige euch trotzdem. Also, ich habe das A. D. Und G. So, also ihr habt gemerkt, ich kann switchen und praktisch, das ist ein bisschen stressig, weil ich doch die ganze Zeit überlegen muss, oh, jetzt bin ich auf 5, oh, jetzt bin ich auf 10, oh, jetzt muss ich auf 3. Jetzt kommt das nächste. Eigentlich improvisiert man ja immer mit einer Skala. Das heißt, auch hier improvisiere ich eigentlich mit einem von diesen Patterns, nenne ich das. Und jetzt kann man, das macht man oft nach Gehör, man kann es auch aus, ja, wie kann man sagen, rechnen, harmonisch, aber es macht mehr Sinn, wenn ihr es hört, weil ganz oft, wenn ihr bei Jams seid oder so, dann könnt ihr ja nicht sagen, okay, mal sehen, welche Stufe ist das, ah, wozu gehört das, was ist die Grundnote, sondern man hört es einfach. Das heißt, ich spiele jetzt das A und spiele jetzt nur von der A die 6 Noten. Und dann spiele ich das G und dann das D und mal sehen, wie das klingt. Passt. So, jetzt spiele ich über das A die Noten vom D. Also die. Ja, passt, finde ich, weniger als das davor. Und jetzt machen wir es noch das gleiche mit dem G. Das heißt, ich spiele das G, also praktisch spiele die G-Leiter und spiele ganz normal die Akkorde.
Ja, man merkt, die A passt am besten. Das heißt praktisch, ihr könnt wirklich auf jedem Lagerfeuerakkord, den ihr habt, einfach mal ausprobieren, den zu spielen, auch auf dem E. Mache ich nochmal als kleines Beispiel. Das heißt, ich suche mir jetzt E hier, 12. Bund, spiele es E-Moll. Spiele es A-Moll, A-Dur. D. Und wieder das E-Moll. Und man merkt, jede Note passt. Sie passt vielleicht nicht hundertprozentig zum Feeling, aber sie passt auf jeden Fall, es klingt nicht schief. So, und das nächste ist natürlich, dass man jetzt auch so ein bisschen Technik reinbringt, ein paar Slides, ein paar Bandings und, dass es einfach schön klingt. Aber probiert es mal so aus, dass ihr euch wirklich erstmal nur einen Akkord nimmt, mit dem ein bisschen fein werdet sozusagen und merkt, okay, jetzt habe ich so einen bestimmten Groove, vielleicht sogar auf dem Metronom, ich benutze mal mein Bein gerne, das hat man ja gehört hier durch die ganzen Mikros. Und genau, probiert es einfach mal aus. Akkord anspielen, ganz langsam in die Noten, also. Und nochmal. Ja. Und einfach mal so ein bisschen ausprobieren, so ein bisschen checken, wie das funktioniert. Und so ein ganz bestimmtes Gefühl dafür kriegen. Und das ist, finde ich persönlich, die leichteste Methode, anzufangen zu improvisieren. Also nicht diese ganzen Riesenskalen von, oh, ich kann alle Pentatonic-Pattern oder ich kann alle Kirchentonleitern, sondern einfach sagen, ey, ich habe jetzt meine 6 Noten und die kann ich über jeden Akkord spielen. Einfach mal ausprobieren und auschecken. Wenn euch das gefallen hat und ihr sagt, ey, geiles Ding, da würde ich gerne tiefer einsteigen, dann www.gitarren.de. Da kommt ihr zu meiner Gitarren-Community und da gibt es noch ganz, 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 ganz viel mehr von diesem Stuff. Gerade in der Masterclass Improvisation, da gibt es ganz viele verschiedene Methoden, wie man noch improvisieren kann. Aber zieht euch das mal rein, holt euch einen Kumpel, lasst den Akkord spielen, holt euch einen Looper oder sowas. Oder sogar, ihr könnt auch gerne auf Backing-Tracks im Internet zugreifen und einfach mal gucken. Bei ganz vielen werden ja die Noten beschrieben, welche gespielt wird und dann zockt ihr einfach los. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Kommentiert, liked, sagt mir, ob es euch gefallen hat. So ist es, richtig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay tuned, Desart.